Lieben, es ist wieder Zeit für einen neuen Vlog. Ich bin gerade ein bisschen am Haushalt machen, die Kleine schläft gerade und wie versprochen nehmen wir euch heute mit, um Akroschka zu machen. Diese russische oder ukrainische Suppe, ich weiß immer noch nicht genau, woher sie kommt, wer sie erfunden hat. Dann nehmen wir euch mit, zeigen euch, wie die geht. Vielleicht habt ihr Bock, die nachzumachen. Also die Suppe finde ich nicht so cool, aber ich mache einen Salat draus. Und ja, vielleicht wollt ihr aber auch die Suppe probieren, wer weiß. Also wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und ich habe noch ein paar Sommertipps für die kleinen Babys. Ich gehe ja in den PKIP-Kurs und da haben wir so ein paar Ideen gesammelt, was man noch machen kann im heißen Sommer, um den Babys die Hitze zu erleichtern. Das zeige ich euch gleich. Aber jetzt mache ich erstmal meinen Haushalt fertig. Das Baby ist wach. Hallo kleines Baby. Hallo hübsche Maus. Hallo. So, das Baby ist jetzt mit dabei. Ich habe gerade gesagt, sie soll sich kurz verdecken, dass ich filmen kann. Nein, habe ich nicht. Sie hat ihr Knisterbuch. Das liebt sie. Na, dein Knisterbuch. Das schmeckt so lecker. Ja. Ja, ihr Lieben, der Haushalt wird jetzt kurz unterbrochen. Jetzt wird ein bisschen gespielt hier. Und wenn mein Mann kommt, geht es dann weiter mit Haushalt und also, was ich jetzt auf jeden Fall schon mal machen kann, ist Kartoffeln und Eier kochen. Weil das darf ich, das erlaubt mein Mann mir. Das kann ich noch. Wir machen eine große Portion für ein paar Tage und er hat gemeint, ich soll 6 Kartoffeln und, nee, Gott, was hat er jetzt gesagt? 7 Kartoffeln oder 8 und 6 Eier kochen. Das mache ich jetzt. Das Baby quiekt. Ich gehe mal kurz zum Baby. Jetzt hat die Maus ihr Spieltrapez über sich. Das klappt meistens ganz gut. Und wir machen jetzt Kartoffeln und Eier. Ja, irgendwie ist das Mädchen heute wieder sehr anhänglich und weint viel. Ich glaube, das ist das Wetter. Wir hatten jetzt irgendwie eine Woche lang über 34, 35, 36 Grad und heute ist irgendwie 19 Grad. Ja, alle sind schlapp. Hier unsere Mia ist auch schlapp. Und die Kleine will nur auf dem Arm sein. Ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet. Alles, was in Akroschka reinkommt, steht auf dem Tisch. Einmal haben wir hier eine Liona, Frühlingszwiebeln, Gurken, Kartoffeln, Radieschen, Eier und dann kommt noch Dill rein. Das muss mein Mann noch besorgen, denn den Dill, den ich gekauft habe, der ist schon schlecht. Jetzt wird alles geschnitten und klein gehackt und dann muss man eigentlich nur noch den Rest dazugeben und dann kann man schon essen. Also jetzt geht's ans Schnibbeln. Thank you.
Lieben, oh Gott, jetzt haben wir wirklich sehr lange hier geschnitten und haben uns auch abwechseln müssen, weil die Kleine zwischendurch mal die Mama gebraucht hat. Jetzt hat mein Mann gerade noch Dill reingeschnitten, jetzt ist es fertig und jetzt wird gegessen. So, endlich fertig mit Schneiden. Es sieht so lecker aus und es riecht auch super lecker. Jetzt gibt es mehrere Varianten, diese kalte Suppe zu essen. Also das heißt Akroschka. Und man kann das machen mit diesem Getränk. Das würde ich aber sagen, ist nur für die Hardcore-Akroschka-Esser beziehungsweise für die Russen und die Ukrainer. Das ist ein Gärgetränk auf Gerstenroggenmalzextraktbasis. Ich finde, es schmeckt wie Malzbier, wie deutsches Malzbier. Mein Mann sagt, es schmeckt anders. Aber Malzbier mit Gemüse ist ein bisschen komisch, oder? Also, ihr könnt es gerne probieren, ich mag es nicht so. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie mein Mann das isst. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das mit Kefir und Mineralwasser als Suppe zu machen. Oder ich mache einfach Mayonnaise drüber und esse es als Salat. So, und wir essen jetzt. Ist gerade nicht so einfach, mein Schatz, gell? Das ist das Wetter. Nervt dich das Wetter? Kleiner Schatz. So anhänglich, gell? Ja. Ihr Lieben, ich habe überlegt, ob ich noch so ein extra Video drehe und euch noch mal so ein paar Sommertipps nenne. Weil ich gehe ja in den PKIP-Kurs und da haben wir uns noch mal so ein bisschen ausgetauscht, was man bei Hitze machen kann, gerade mit so kleinen Babys. Bei größeren, das ist klar, da stellt man Planschbecken auf und so, und wir haben dann so ein bisschen drüber geredet, wie kann man denn den kleinen Babys die Hitze erleichtern, und sind beim Thema Planschbecken geblieben. Denn es gibt auch ein Planschbecken für Babys. Also ist, glaube ich, nicht so dafür konzipiert worden. Es heißt Baby Watch, steht da hinter mir. Ich zeige es euch gleich, wenn die Kleine eingeschlafen ist. Eigentlich ist das so ein Einsatz für die Dusche. Wenn man zu Hause keine Badewanne hat, kann man das in die Duschkabine unten reinmachen, aufblasen, und dann kann das Baby, wenn es dann sitzen kann, in diesem Pool praktisch baden. Aber einer aus dem PKIP hat das gekauft und macht jetzt immer 1 Zentimeter Wasser unten rein und legt dann das Baby da rein, weil auch der Boden lässt sich aufblasen. Und dann kann das Baby da drin strampeln. Und da unsere Maus ja so wasserverrückt ist, dachte ich, ha, das ist doch cool, das probieren wir auch aus. Und haben wir gestern gemacht. Ich blende euch nachher mal kurz eine Szene ein. Die ist da abgegangen in diesem Pool, das war so süß. Das heißt, immer wenn es heiß wird, machen wir auch Plunge-Pool-Party für die kleine Maus, allerdings mit warmem Wasser, weil, und das hat unsere PKIP-Frau auch nochmal erklärt, es geht ja nicht darum, dass sie diese Abkühlung im Wasser kriegen durch kälteres Wasser, sondern wenn sie dann rauskommen durch die Verdunstungskälte, ne? Wenn sie dann nass sind und das Wasser auf der Haut verdunstet, dann wird es kühl, kennen wir selber, wenn wir aus der Dusche kommen. Und deshalb ist das natürlich auch super angenehm für die kleinen Babys. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu kalt wird, ne? Danach gleich ins Handtuch. Aber sie hat das so genossen und wollte eigentlich gar nicht raus. Ich habe sie dann rausgenommen, dann war gleich Geschrei. Dann habe ich sie wieder reingelegt, dann war wieder gut. Ja, sie liebt einfach Wasser total seit Tag 1. Und deshalb ist das mein Sommertipp für euch. Meine erste Frage oder meine erste Angst war so ein bisschen, kommt Wasser in die Ohren? Und das habe ich dann auch die Mama gefragt aus dem PKIP-Kurs, die das schon gemacht hat. Und dann hat sie gemeint, ja, manchmal schon ein bisschen, aber das macht dem Jungen, ja, im Junge ist es, macht ihm nichts aus. Dann habe ich drüber nachgelesen im Internet und da stand auch, also bei Neugeborenen muss man aufpassen, aber unsere Maus ist jetzt schon 3 Monate und ab 3 Monaten darf man ja auch ins Baby schwimmen oder ins Schwimmbad. So, jetzt ist die kleine Maus beim Papa. Jetzt kann ich euch noch kurz meine Sommertipps zeigen.
Pool habe ich euch ein bisschen dazu erzählt. Der sieht so aus. Warte, ich zeige euch mal, was da drauf steht. Da steht Baby Watch drauf. Und der hat so die Größe von einer Duschkabine. Das könnte man eben theoretisch unten in die Duschkabine stellen, aber wir nutzen es jetzt als Babypool, um an den heißen Tagen die kleine Maus ein bisschen planschen zu lassen und legen sie da wirklich rein. Aufpassen, dass es eben nicht zu hoch ist. Und wenn was in die Ohren geht, dann kann man sie wieder ein bisschen abtrocknen. Aber es muss jede Mama selber für sich entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Der nächste Tipp habe ich auch aus dem Pekepkurs, und zwar Thema Kleidung ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn es richtig heiß ist. Und hier hat sie uns die Empfehlung gegeben, diese Bodies zu kaufen. Und zwar haben die einen Seidenanteil. Und Seide, brauche ich niemand erzählen, ist natürlich wahnsinnig toll auf der Haut, ganz leicht. Und hier bei Alana, DM-Marke, gibt es einen Body, der ist zu 30% aus Seide, 70% Schurwolle und kostet 15,90 €. Und der ist ganz, ganz angenehm auf der Haut, wenn es eben so heiß ist. Das werden wir jetzt mal austesten und ich berichte euch dann drüber. Aber die Frau weiß bestimmt, von was sie redet. Die hat schon viele, viele Mamis betreut. Und auch von ihr kam der nächste Tipp. Mulltücher, die Spucktücher, einfach in den Kühlschrank zu machen. Und das haben wir jetzt auch getan. Ich habe es in so einen Plastikbeutel rein, dass da nicht irgendwie Bakterien oder so von Lebensmitteln oder anderen Dingen im Kühlschrank rankommen. Und die sind dann ganz kühl. Und wenn es dann eben 35 Grad hat, kann man die übers Baby drüber, oh, ist angenehm, übers Baby drüber machen, im Kinderwagen oder im Autositz oder einfach in die Hand geben. Ein bisschen so wie der kalte Waschlappen vom letzten Mal, aber eben trocken in die, natürlich trocken in den Kühlschrank legen. Ne? Und das ist dann einfach kühl, angenehm kühl für ein paar Minuten fürs Baby. Ja, das waren die drei Tipps noch zum heißen Sommer für die Babys. Und jetzt, ihr Lieben, muss ich wieder zur Kleinen, also irgendwie muss ich mir das überlegen mit den drei Videos pro Woche. Es ist gerade sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob sie wieder in dem Schub steckt oder ob es das Wetter ist, der Wetterumschwung. Es ist momentan sehr anstrengend und ich kann dann irgendwie schlecht viel drehen, weil sie mich eben braucht und das ist halt das Allerwichtigste. Ich glaube, das versteht ihr. Ihr wart ja schon so toll und verständnisvoll, als ich einen Tag Verspätung hatte beim letzten Video. Wahrscheinlich werde ich es reduzieren auf zweimal die Woche oder einfach dann, wenn es die Zeit und die Maus zulässt. Jetzt habe ich gerade einfach Glück, dass mein Mann da ist und sich um sie kümmern kann, aber manchmal muss dann halt auch einfach die Mama hin, vor allem die stillende Mama. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, auf Instagram und Facebook schreibe ich euch dann einfach, wie es gerade so läuft und wann das nächste Video kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war trotzdem ein schönes Video, auch wenn es so ein bisschen durcheinander heute ist. Und bis ganz bald. Ciao.